Ist was kaputt? Was willst du? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und? Charon hat einen Gefallen bei einem ihrer Lieferanten eingefordert. Wir sollten... Sid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Seltsam, hat denn niemand mehr Papier? Der Eintopf wird in letzter Zeit auch immer dünner. Euer Gnaden. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Es ist ein Wunder, dass sie noch laufen können.
Auf geht's. Pfleg, Ambrosia! Definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Es ist ein Wunder, dass sie noch laufen können.
Und los. Pfleg, Ambrosia! Den Rest laufe ich. Wahrscheinlich ein Deserteur. Fast ein bisschen. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Es ist ein Wunder, dass sie noch laufen können.
gehören dir! Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Es ist ein Wunder, dass sie noch laufen können. Pfleg, Ambrosia! Ohne Gnade. Ruh dich aus. Ein Begründer. Mit einer solchen Bestie ist nicht zu spaßen. Yeah!
Gnaden. Seltsam, hat denn niemand mehr Peppi oder so? Der Antwort wird in letzter Zeit auch immer dünner. Charon hat einen Gefallen bei einem... Ah, Sid, mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet.
Hier. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut, dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben.